Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Uncharted The Lost Legacy, beste Fahrerin der Branche. Das ist die Trophäe, die wir uns holen. Und dafür müssen wir ja von eben gerade diesem Stück, was ich euch auf der Karte gezeigt habe, bis zur Dreizackfestung fahren und wieder zurück hier hinfahren und das Ganze in 3 Minuten. Deswegen habe ich auch oben den Timer laufen lassen. Der Timer startet, glaube ich, wirklich erst in dem Moment, wenn ihr ja von dieser Brücke runtergesprungen seid, bei dieser Abschlussfestung, da wo das Kapitel beendet wird, da wo ich die Map gerade eingeblendet hatte. Das hat auch irgendeinen Namen, das Ding, den habe ich gerade vergessen, der ist auch gar nicht wichtig, der entscheidende ist für euch der Weg. Der Weg ist das Ziel, definitiv, so können wir sagen. Und ich werde 2 Wege mit euch fahren. Ich werde 2 verschiedene Wege mit euch fahren, die ich als relativ kurz erachte. Dieser Weg hier hat mir ehrlich gesagt am meisten Spaß gemacht beim Fahren zur Dreizackfestung hin, während ich beim Weg von der Dreizackfestung einen anderen Weg bevorzuge. Und ich dachte mir, ich mixe das einfach mal. Ich muss ja nicht unbedingt beides gleich machen, dachte ich mir. Also ich mixe einfach da mal die beiden Wege, die ich mir rausgesucht habe und gucke, ob es sich ausgeht. Und ja, ich sag mal so weit vorweg, ne? Natürlich geht es sich aus. Klar, wir schaffen das hier in 3 Minuten, sogar noch mit einem relativ lockeren Polster. Und vor allem, ich sag mal so, wie ich hier gefahren bin, kann man das ganz gut auch noch wahrscheinlich besser machen, als ich es getan habe. So hier hinten, wenn ich einmal sicherheitshalber so direkt vor dem Wasserfällen und fahre extra noch um dieses Auto drumherum, jetzt bin ich direkt vor der Tür gewesen von der Dreizackfestung, weil ich weiß nicht genau, zu welcher Stelle ich fahren muss. Keine Ahnung. Nur anhand dessen halt, wie gesagt, wo ich die Trophäe erhalten habe. Da habe ich mir dann gedacht, okay, das muss starten wohl, wenn wir da runterspringen. Seht ihr, ich werde jetzt diesmal nicht die rechte Seite lang fahren, sondern, ja, besser gesagt, von hier aus gesehen fahre ich jetzt natürlich die rechte lang und nicht wie vorhin die linke. Hier kann man ganz gut abschneiden und man kann sich den Fluss auch ganz gut als Weg merken, ne? Also wenn man da so ein bisschen Probleme hat, wo soll ich hier abbiegen, wo nicht, dann fahrt er dem Fluss hinterher. Denkt aber auf alle Fälle dran, hier solche Sachen abzukürzen, ne? Also da dann nicht dem Wasserlauf zu folgen, sondern da abzukürzen und dann wieder beim Fluss zu landen. Ja, ich finde also, wieder für die Rückfahrt fand ich diesen Weg hier angenehmer. Hier mal auch schon ganz eng, weil hier kommt gleich die Brücke. Über uns ist auch schon das Ziel, ja, und wir stürmen drauf zu und direkt hier, ja, eine scharfe Kurve. Und dann direkt wieder in die rechts. Oh, die Kurve hat er nicht gut erwischt, die Kurve hat er nicht gut erwischt. Da kommt die Brücke der Verhängnis. Nein, Blödsinn, Schwachsinn. Kommt natürlich alles nicht. So, wir sind nämlich gleich da. Hier oben noch einmal auch wieder direkt links abbiegen. So, und da vorne noch einmal rechts und dann kommen wir auch schon am Ziel an und ihr seht, wir haben momentan noch 25 Sekunden auf der Uhr. Das geht sich aus. Das geht sich auf jeden Fall aus. Und hier sind wir wieder zurück am Startpunkt und haben noch 18 Sekunden auf der Uhr. Und genauso lange müssen wir, glaube ich, darauf warten, dass die Trophäe kommt. Weil das dauert ein kleines bisschen, deswegen gehe ich davon aus, dass sie wirklich direkt gestartet ist, wo ich halt runtergesprungen bin, weil wir haben hier wirklich noch massig Luft und ich denke, das sollte euch ganz genauso gelingen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt den Kanal weiter, abonniert ihn, falls ihr das noch nicht gemacht habt und vor allem nehmt die Trophäe mit. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.